Willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Ein kleiner Rückblick. Wir sind hier stehen geblieben. Ich muss mal kurz schauen, was wir bekommen haben in der letzten Folge. Nein, das war wieder falsch. So, wir haben in der letzten Folge, genau, das waren die Fichtenholztüren. Ja, ich habe sie schon ganz vergessen, obwohl sie meine Lieblingstüren sind. Und wir schauen uns mal kurz hier hinüber. Wir haben heute, glaube ich, eine Mondfinsternis, so wie das aussieht. Sieht wunderbar aus. Also, das sieht man nicht alle Tage. Schaut es euch genau an. Das ist wirklich sehr, sehr selten. Ja, das ist noch ein wunderbarer Blick in die Ferne, auf den Mond, in die Sterne. Wunderbar. Gefällt mir auf jeden Fall, sage ich mal, gefällt mir auf jeden Fall besser als dieses verdammte Regenwetter, was nun auch endlich mal wieder weg ist. Ich freue mich natürlich schon aufs nächste. Irgendwann einmal. Ich hoffe, es kommt nicht zu schnell. Wir müssen es genießen. So, wir bauen uns heute mal zur 13 hinauf, würde ich sagen. Wir nehmen dann erstmal etwas Sand wieder in die Hand. Ja, okay. Ja, wunderbar. Und einmal die schöne Schere. So. Ah, oh, die Zahlen sind sogar noch heile geblieben. Nice. Okay. Das wollen wir natürlich mal ganz schnell ändern. Wunderbar. So, das haben wir auf jeden Fall. Ich bin wieder mal gespannt, was heute mich erwartet. Also uns hat ja schon in den letzten Folgen so viele Sachen erwartet. Ich weiß schon gar nicht mehr, was man noch bekommen könnte hier in Minecraft. Also ich bin gespannt. Ich werde die Truhe mal öffnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin sprachlos. Ja, das ist natürlich wunderbar. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, ja. Schienen 64 am Stück. Also, die bekommt man natürlich nicht so schnell wie aus diesem Kalender hier. Denn dafür müsste man natürlich erstmal eine Mine aufsuchen. Und Antriebsschienen sowieso nicht. Sind, denke ich mal, kompliziert zu craften. Ja, kompliziert nicht unbedingt, aber man braucht schon so einige Dinge. Und dafür muss man schon, denke ich mal, für die Crafting-Sachen tief in die Höhle und aber auch in eine Mine hinein, um das überhaupt, obwohl gar nicht, Moment. Man kann die Schienen auch aus Eisen herstellen. Stimmt, man kann sie auch irgendwie aus Eisen herstellen. Dafür braucht man nicht unbedingt Schienen finden, denke ich mal. Ja, irgendwie kann man sie herstellen, ich weiß nicht genau wie, auf jeden Fall kann man sie herstellen. Und dann noch mit Redstone irgendwie verfeinern zu diese Antriebsschienen, genau. Ja, aber trotzdem, das ist ja very nice. Ich sage mal, das erspart mir einige Wege vielleicht. Vielleicht kann ich da ein paar Kleinigkeiten rausbauen. Vielleicht, ich muss mir überlegen, oberirdisch, unterirdisch, irgendwelche Zusammenhänge zu irgendwelchen Höhlensystemen oder von Haus zu Haus reisen oder was weiß ich, sei es von mein Haus von A nach B zu diesem Shop hier hinüber oder sowas. Das wäre natürlich schon richtig nice, das geht dann schneller, als wenn ich jedes Mal rüberlaufen müsste oder so. Da lasse ich mir mal was einfallen, das ist, ja doch, das ist schon ganz nice. Oh mein Gott, immer diese Creeper, ne? Ja, der hat mich natürlich schon wieder total vom Hocker gehauen, sag ich jetzt mal. Er hat mich richtig erschrocken. Ja, macht aber nichts, er hat uns nicht viel Schaden genommen. Und ich merke, ich laufe hier die ganze Zeit barfuß rum. Ich würde sagen, wir stellen uns noch mal schnell in dieser Folge hier ein paar neue Schuhe her. Wäre ziemlich sinnvoll und etwas essen wäre auch nice. Das muss heute mal sein.
Dafür nehme ich gerne eine Minute mehr in Kauf, denn das ist verdammt wichtig. So, und ich höre es schon wieder porten. Irgendwas ist da. Irgendwas ist denn da? Das hört sich an wie ein Enderman. Ich wollte gerade sagen, der Slenderman, aber der Slenderman kann es nicht sein. So, wir gucken mal, wir packen das hier wieder rein. Und ja, wunderbar, würde ich sagen. Ne? Wir haben ein paar neue Schuhe. Und was haben wir hier noch? Oh, hier haben wir auch noch Reserve. Hätten wir jetzt gar nicht craften brauchen. Okay. Macht ja nichts. Dann haben wir immer noch ein bisschen Reserve über. Ich würde sagen, schon wieder ein Creeper, würde ich sagen. Wir suchen schnell das Weite. Ich habe keine Lust, dass der jetzt auch noch explodiert. Und essen noch mal schnell eine Kleinigkeit. Jo, wunderbar. Und ich würde sagen, hier an unserem alten Platz beenden wir die Folge wie immer. Und ich sage damit erst einmal wieder, macht's gut, schaltet wieder ein. Bis denne.